Es ist unschwer zu erkennen. Ich bin bei der Berufsfeuerwehr in Ingolstadt. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Denn hier wird jetzt die erste Brandmeisterin in der Geschichte der Ingolstädter Berufsfeuerwehr ausgebildet. Warum das so schwierig war bisher, will ich mir heute anschauen. Ja, Herr Huber, ich darf bei euch mich jetzt heute mal als Brandmeisterin ausprobieren. Ihr bildet ja gerade auch eine Dame aus. Warum hat das denn jetzt so lange gedauert, bis sich eine Frau hat begeistern lassen? Oder woran hat es gelegen? Ich glaube, die Frauen sind schon länger begeistert, bei uns eigentlich anzufangen. Wir hatten auch regelmäßig Bewerbungen. Das Problem war eher die Hürden, die man zuerst mal nehmen muss, bei uns überhaupt mal zu beginnen. Mhm. Denn die sind schon etwas spezieller. Man kann es ja zwar schaffen, wie wir es auch dieses Jahr jetzt eben sehen, aber der Sporttest, auch der Gesundheitscheck, den man zunächst einmal durchlaufen muss, bis man bei uns mit der Ausbildung beginnen kann, ist schon erheblich. Mhm. Und das geht natürlich dann weiter mit der Praxisprüfung und mit einer Theorieprüfung, die wir noch vorschalten, damit man überhaupt das Auswahlverfahren dann durchlaufen hat. Okay, wie lange dauert die Ausbildung? Die Ausbildung dauert dann 12 Monate insgesamt. Okay, und ich darf heute reinschnuppern und mich selber davon überzeugen, wie schwer das alles ist. Aber herzlich gerne. Ich bin schon gut ausgestattet und ich befürchte Schlimmes. Nein, das macht Spaß. Okay. Bei uns sind alle Leute hochmotiviert mit dabei und es ist sehr, sehr vielfältig. Kann ich Ihnen versprechen, jetzt schon, Sie werden ganz verschiedene Facetten kennenlernen. Okay, aber wahrscheinlich eher praktischer Natur, oder? Ja. Im Wesentlichen praktisch. Aha. Klar, ein bisschen Theorie gehört immer dazu. Dann würde ich sagen, starten wir, oder? Bevor es also an die Praxis geht, heißt es für mich jetzt Prüfungssituation. Mal schauen, wie ich mich unvorbereitet bei den Prüfungsfragen schlage. Starten wir doch gleich mit der ersten Frage in die Prüfung rein. Wie viele Perioden enthält denn das Periodensystem? Also wir befinden uns in der Chemie. 24. 26? 32? Na, knapp daneben. 12? 7. Ah. Aber das ist ja noch nicht alles. Können wir da draus schneiden? Warum müsst ihr denn sowas wissen? Wir erlernen so viel Hintergrundwissen, weil ungefähr 10% unseres Wissens nur stressresistent ist. Okay. Und damit wir im Stress noch die Hauptthemen wirklich parat haben, lernen wir so viel Hintergrundwissen. Ich verstehe. Okay. Welche Erscheinungsformen gibt es denn vom Feuer? Also wie kann Feuer denn alles so erscheinen? Es kann quasi eine plötzliche Flamme sein, es kann bläulich sein, also je nach Temperatur erscheint es ja auch anders, oder? Also als erstes mal die Flamme, ja? Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte. Im Sommer, wenn wir grillen, haben wir eigentlich nur die das. Die Glut? Die Glut, genau. Ah. Haben wir schon, Flamme und Glut. Okay. Das sind die Erscheinungsformen der Feuer. Wo steigen wir denn jetzt mal ein? Wie definiert sich denn die Radioaktivität? Wie die Radioaktivität sich definiert. Mensch, habe ich erst heute früh drüber nachgedacht. Ja gut, eine Radioaktivität, das ist, diese Moleküle zerfallen doch irgendwie, gell? Ganz und deswegen, genau. Ja, okay. Also durch den Zerfall der Moleküle sozusagen oder des Atomkerns eigentlich genauer, entsteht Radioaktivität. Welche Arten von Beamtenverhältnisse gibt's? Ist das jetzt so gemeint, so oberer, gehobener und mittlerer Dienst? Nee, das sind Dienste. Es geht mehr teilweise um die Zeit, wie lange zum Beispiel ein Beamter ist. Ja, der kriegt irgendwann geht er in die Pension, der Beamte, ne? Nicht in die Rente. Genau. Das weiß ich. Wenn er mit der Pension seine Amtszeit beendet, dann ist er Beamter auf Lebzeit. Okay. Und wenn es auf Lebenszeit einen Beamten gibt, was könnte es dann noch geben? Beamter auf Probe? Richtig, gibt's auch noch. Mein Joker, das war mein Telefonjoker. Genau. Seid ihr mit allen Prüflingen so rücksichtsvoll wie mit mir und gebt mir so Hilfestellung oder eher nicht so? Ist das jetzt Spezialbehandlung? Das ist jetzt Spezialbehandlung. Okay. Nee, ein normaler Prüfling hat das natürlich auch dementsprechend ja gelernt und einen Unterricht dazu erhalten. Ist ja vielleicht ganz gut gewesen, wenn ihr mich vorher in den Unterricht reingesteckt hättet. Die Ausbildung zum Brandmeister umfasst insgesamt 900 Unterrichtseinheiten. 302 Einheiten entfallen auf die theoretische Ausbildung. Die beinhaltet neben rettungsmedizinischen Grundlagen auch Themenbereiche wie Chemie, Staatsbürgerkunde, Wärme- und Verbrennungslehre. Erst dann geht es an die praktische Ausbildung.
Jetzt wird angepackt und das gleich richtig. So, hi Philipp. Hi. Wir kommen jetzt zum praktischen Teil. Genau so ist es. Fahren wir jetzt irgendwo hin, oder? Nee, was wir hier für dich vorbereitet haben, ist das Ausrollen von Druckschläuchen. Die verwenden wir bei der Feuerwehr, um unser Löschmittel von A nach B zu transportieren. Das ist ja im Regelfall, löscht ihr, oder? Genau, da ist es im Regelfall Wasser drinnen und der Spezialfall in Ingolstadt, hier ist es ein Wasserschaumgemisch. Okay. Genau. Gehen wir mal rüber. Genau. Ein kleiner und ein großer, ist der kleine für mich und der große für dich, oder? Nee. Diesen Schlauch verwenden wir, um das Wasser vom Hydranten zum Fahrzeug und vom Fahrzeug dann zum Verteiler. Und diese kleinen, die verwenden wir dann vom Verteiler zu unserem Strahlrohr. Das werden wir uns nachher mal anschauen, was das ist. Und dann würde ich sagen, probierst du das einfach mal aus. Wenn du da drüben bist und ich bin hier, dann können wir die Masken jetzt ablegen für die genügende Sauerstoffzufuhr. Genau. Wobei, das sieht jetzt nicht so anstrengend aus. Da habe ich jetzt wieder einen ganz guten Griff drin, okay? Fangen wir mit dem Kleinen an. Hier ist es sinnvoll, wenn du dir den erstmal aufstellst. Also legst du den so hin. Mit der rechten Hand nimmst du beide Kupplungen. Kupplungen sind diese beiden Metallteile. Okay. Genau, und wenn du so hast, dann kannst du dich hinstellen und dann mit einem Schwung nach vorne. Okay, sieht galant aus. Genau. Einmal mit Schmackes. Genau, und wenn du merkst, der dreht sich, kannst du nochmal anziehen. Das probieren wir dann beim zweiten Schlauch aus. Okay, wie lasse ich? Ich muss sagen, man hat schon schlechter gesehen. Und fürs erste Mal sehr, sehr gut. Dann darfst du die Kupplungen ablegen. Okay. Und jetzt, wenn du willst, können wir uns einen großen Schlauch wagen. Der ist knapp 8-9 Kilo schwer und auch etwas breiter. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Gleiches Prozedere, du stellst dir den erstmal wieder auf. Ui. Genau, drehst den zu dir, wenn es die Breite von deiner Hand zulässt, genau, und packst dir hier wieder die beiden Kupplungen. Okay. Und dann anheben. Wenn es die Breite von der Hand nicht zulässt? Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man ausrollt. Nein, ich will ihn werfen. Zeige ich dir gleich. Also ich zeig dir mal, wie es gehen würde. Einfach auch wieder einmal. Cool. Ich krieg's nicht rum. So kleine Finger. Was man auch machen kann, du hebst die oberste Lage ab und gehst so rein. Dann ist natürlich die Gefahr, dass du irgendwie seitlich wegkommst, aber dann kannst du vielleicht besser anheben. Oder zwei Lagen, je nachdem wie es. Und jetzt wieder werfen? Genau. Vielleicht zwei, dreimal Schwung holen, weil der doch etwas schwerer ist und dann Schmackes nach vorne. Sehr gut. Okay. Und das Ergebnis gibt dir recht. Perfekt. So können wir bzw. die Kollegen weiterarbeiten und den Schlauch am Hydranten bzw. dann am Fahrzeug anschließen. Okay. Und das Strahlrohr hat sich auch nach Spaß angehört. Das genau. Ist jetzt als nächstes dran? Das werden wir jetzt machen. Da müssen wir kurz umbauen. Okay. Und dann können wir das Strahlrohr ausprobieren. Und jetzt? Also jetzt eine Kupplung mit diesem Schlauch verbinden, die andere Kupplung mit dem. Egal welche? Das ist egal. Ich halte wieder dagegen. Okay. Genau, ich mache in diese Richtung gehen. Ja. Genau. Okay. Sehr gut. Und jetzt hier noch Strahlrohr. Genau, du das wieder in diese Richtung. Noch ein Stück. Genau, sehr gut. Perfekt. Dann darfst du das Strahlrohr gleich mal in die Hand nehmen, dass du ein bisschen ein Gefühl für kriegst. Oh, das ist schwer. Richtig. Aber ich kann da jetzt niemandem wehtun mit, oder? Nee. Ich fliege jetzt auch nicht ab, wenn da jetzt Wasser kommt. Das werden wir zu verhindern wissen. Die Einstellung hier vorne, kannst du das Sprühbild ändern. Das schauen wir uns mal gleich an. Genau. Ja. Vollstrahl, Sprühstrahl. Das ist die sogenannte Mannschutzbrause. Das wird dann richtig, richtig breit und schützt uns, sollte Flammen mehr auf uns zukommen. Das kann ab und zu mal im Innenangriff passieren. Das ist aber wahrscheinlich das, wo am wenigsten Gegendruck entsteht, genau. Oder? Ich fliege jetzt nicht durch die Gegend, ich halte es jetzt auch richtig fest. Ich helfe dir ja. Also Feuerwehr ist immer Teamarbeit. Wir gehen immer im Trupp vor. Mhm. Und ich sorge jetzt dafür, dass du nicht abhebst. Wir sind heute ein kleiner Trupp. Halte ich dir überhaupt richtig? Genau. Okay.
Jetzt lasse ich erstmal Druck auf die Leitung drauf. Okay. Jetzt nimmst du diesen rechten Arm hier drauf und kannst das Hohlstrahlrohr öffnen. Ja, aber ich bin links echt schlecht zum Festhalten, gell? Ja, dann komm, das passt schon. Du kannst es auch so machen, ja? Ja, also ich mache das jetzt einfach auf und halte einfach auf das Fahrzeug. Auf das Fahrzeug. Genau, das ist dein Ziel. 3, 2, 1. Genau. Wenn du ganz vorne drehst, kannst du das Sprühbild ändern. Genau ganz vorne dieser rote Ring. Jetzt ist Vollstrahl. Da siehst du auch, dass die Wurfweite viel, viel weiter ist. Genau, das ist Sprühstrahl. Mit dieser Einstellung gehen wir standardmäßig ins brennende Wohnhaus vor. Und das ist hier diese Mannschutzbrause. Okay. Die schützt uns, wenn jetzt die Feuerwalze auf uns zukommt. Oh. Und wenn du willst, können wir jetzt die Durchflussmenge auch noch mal erhöhen. Hier an diesem Ring, wenn du diesen Ring drehst. Also ich merke jetzt, dass auch der Druck größer wird. Merkst du das auch? Ja. Genau. Oh. Und jetzt schießen 400 Liter pro Minute aus diesem Strahlrohr. So, jetzt hat Um den Strahlrohr wieder zu verschließen, musst du diesen Hebel nach vorne drücken, diesen großen roten. Genau.